Was verbindet Waschmaschinenhersteller, Telekommunikationsunternehmen und die Deutsche Bahn? Sie alle nehmen teil am Corporate Learning 2.0 MOOC, veranstaltet von der CLA, einem nicht kommerziellen Netzwerk von innovativen Corporate Learning Experten. Was es genau damit auf sich hat, wir haben für Sie nachgefragt und hier sind die Antworten. Der CL2-MOOC lässt betriebliche Experten, die sich mit Personalentwicklung beschäftigen, die sich mit Training beschäftigen, voneinander und miteinander lernen. Es geht um die Veränderungen, die wir um das Thema Lernen und Bildung beobachten und ganz konkret um die Frage, was bedeuten diese Veränderungen für Unternehmen und Organisationen? Was ändert sich und was muss sich ändern? Die Arbeitswelt verändert sich fundamental und deswegen benötigen wir eine Bildungsrevolution in den Unternehmen, damit sich die Bildung entsprechend anpasst. Mitmachen sollten alle Corporate Learning Professionals, von den Personalentwicklern über die Verantwortung für Weiterbildung intern und extern in den Unternehmen haben, bis hin aber auch zu allen, die selber als Trainer unterwegs sind. Alle, die sich für das Thema Lernen interessieren. Ganz besonders wollen wir natürlich die ansprechen, die als Bildungsexperten, Trainer oder PEler in den Unternehmen sitzen. Und ganz besonders die, die noch nicht mit beiden Beinen im Netz stehen. Im Prinzip alle, die mit Lernen zu tun haben, von den Führungskräften bis zu den Lernern selbst, weil wir werden in eine Welt selbstorganisierten Lernens kommen. Ich bin stark interessiert an neuen Formaten, die Rahmenbedingungen für Lernen darstellen. Und der CL2-MOOC ist genau so eine Rahmenbedingung, die Lernen auslösen soll. Ich denke, der CL2.0-MOOC ist eine tolle Chance, nicht nur über das neue, offene, vernetzte Lernen zu reden, sondern es einmal ganz konkret zu tun. Also meine Zielsetzung ist, mit dazu beizutragen, die notwendigen Veränderungen in der betrieblichen Bildung zu initiieren.